Hi. Okay, die Milis, die Rangers meinte ich, bitte mal an den Rand stellen. So, und wir beide gehen hier mal drauf. Hier. Er ist nicht komplett immun gegen CC, aber gegen den meisten ist er sehr resistent. Okay, der kann durch. Kurz. Jetzt kommt der vielleicht auch durch und findet, dass ich jetzt gleich ein Kreuz gebrochen kriege. Ja, perfekt. Danke, Alistair. Dann machen wir jetzt mal überwinden. Und du gibst ihm mal einen Blitz mit. Bei Lähmung... könnte auch gut sein. Mach mal beides. Au. Okay, wieder drauf. So, der ist schon ziemlich kaputt. Das funktioniert. Ich sollte wieder auf... so, einmal bitte wieder auf mich gehen. Und der ist betäubt. Sehr schön. So, den mal den Rücken zudrehen, dass du mich angreifst. Ah, und das war's auch schon. Perfekt. Leuchtfeuer ist hier drüben. Wir müssen das Signal verpasst haben. Schnell, entzünden wir es, bevor es zu spät ist. Ogam, so richtig geile Finisher-Animation. Schade, dass ich nicht bekommen habe. Betrachtet das. Aber naja, mächtiger Wundumschlag, Seelenfresserbombe, Havards Aegis. Unseres zwar besser, aber der wäre gut gegen Mages. Und Chance, Distanzgeschossen auszuweichen. Das ist die Frage, das könnte die 4 Punkte Rüstung weniger actually wert sein. Verteidigung meine ich. Der ist halt echt gut gegen... Ich glaube, den nehme ich. So, Havards Aegis. Also ist einfach alles das Schild ohne Wappen. Wir müssen das Signal verpasst haben. Schnell, entzünden wir es, bevor es zu spät ist. Ja, Moment, Fasslooten ist noch drin, ne? So, Tiefenpilz, Stammeshalskette und ein Jade. So, damit haben wir alle. Steck die Waffe weg. So, okay, gut, dann Leuchtfeuer anzünden. Wie ihr meint. Login. Lars, zum Rückzug. Aber was ist mit dem König? Sollten wir nicht... Tut, was ich befehle. Rückzug, ihr alle. Bewegung. Ah!
Ah, endlich öffnet ihr die Augen. Mutter wird erfreut sein. Moment, was? Ihr wurdet verwundet und Mutter hat euch gerettet. Erinnert ihr euch nicht? Ich weiß doch, dass ich von Pfeilen durchlöchert wurde. Mutter konnte euch und euren Freund retten, aber es war ziemlich knapp. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr beide lebt. Der Mann, der auf euer Signal reagieren sollte, hat sich zurückgezogen. Die dunkle Brut hat die Schlacht gewonnen. Alle Zurückgelassenen wurden getötet. Euer Freund kommt nur schwer damit zurecht. Moment, das heißt, sie sind da. Das ist mit den grauen Wächtern, was passiert, das ist mit dem König? Alle tot. Seit Mutter es eurem Freund gesagt hat, schwankt er zwischen Verweigerung und Trauer. Er ist draußen beim Feuer. Mutter wollte euch sehen, sobald ihr erwacht seid. Nochmal, ich meine, wir wissen, dass sie schwer war, aber mal gucken, was sie dazu sagt. Ja, aber es kommt alles wieder in Ordnung. Die dunkle Brut hat nichts getan, was Mutter nicht heilen kann. Geht's alles da gut? Ja, so wie euch. Es wäre wohl unfreundlich anzumerken, dass er sich kindisch benimmt. Wäre es wahrscheinlich. Müssen wir aber nicht extra sagen. Ich habe einige Fragen. Kein Problem. Lasst euch Zeit. Wo sind wir hier? Sind wir sicher? Wo ist die dunkle Brut? Für den Moment sind wir sicher. Mutters Magie hält die dunkle Brut auf Distanz. Sobald ihr geht, ist alles offen. Die Horde ist weitergezogen. Ihr könntet ihr also ausweichen. Und wie hat sie uns gerettet? Sie verwandelte sich in einen riesigen Vogel und hat euch von der Turmspitze gepflückt. Einen in jeder Kralle. Wenn ihr mir das nicht glaubt, fragt doch Mutter selbst. Vielleicht erzählt sie es euch. Okay, gibt's noch andere Überlebende? Ein paar Versprengte, aber die sind lange fort. Ihr wollt gar nicht wissen, was jetzt in dem Tal vorgeht. Wahrscheinlich nicht. Okay. Warum hat er ihn im Stich gelassen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht mal, wer dieser Logan überhaupt ist. Ihr fragt besser Mutter. Okay, guter Punkt. In der Tat. Sprecht jetzt mit Mutter und macht euch danach auf den Weg. Okay. Ah, wir haben unsere Gier direkt wieder. Und die Sonnentruhe. Mit einem kleinen, runden Metallschild. Sorry, kleiner metallener Rundschild. Und hey, look and behold, eine verschlossene Truhe. Betrachtet es als... So, Alistair, wir sind wieder wach. Seht ihr? Hier ist eure graue Wächterfreundin. Ihr macht euch zu viele Sorgen, junger Mann. Ihr seid am Leben? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Dank Morrigans Mutter sind wir das nicht. Das kann alles nicht wahr sein. Ohne Morrigans Mutter legen wir tot auf der Spitze dieses Turms. Sprecht nicht über mich, als wäre ich nicht hier, Bursche. Ich wollte nicht... Aber wie soll ich euch nennen? Ihr habt uns euren Namen nicht verraten. Namen sind hübsch, aber wertlos. Das Volk der Chasind nennt mich Flemeth. Ich schätze, das erfüllt seinen Zweck. Die Flemeth aus den Legenden? Davis hatte recht. Ihr seid die Hexe der Wildnis, nicht wahr? Und? Was bedeutet das? Ich kenne mich ein bisschen mit Magie aus. Und sie hat euch beiden nicht geschadet, oder? Das ist wohl richtig, aber... Warum habt ihr uns eigentlich genau gerettet? Nun, wir können ja schlecht alle grauen Wächter auf einmal sterben lassen, oder? Irgendjemand muss sich ja um diese dunkle Brut kümmern. Es war schon immer die Pflicht der grauen Wächter, die Länder gegen die Verderbnis zu vereinen. Oder hat sich das geändert, als ich gerade nicht aufgepasst habe? Das hat es nicht. Aber dank Logan ist das Land alles andere als vereint. Das ist auch richtig. Das ergibt doch keinen Sinn. Warum sollte er so etwas tun? Nun, das ist eine gute Frage. In den Herzen der Menschen verbergen sich Schatten, die dunkler sind als jede verdorbene Kreatur. Vielleicht glaubt er, die Verderbnis sei eine Armee, die er taktisch überwinden kann. Vielleicht begreift er einfach nicht,
dass das Böse dahinter die wahre Bedrohung ist. Der Erzdämon. Wenn ihr... Stimmt, die ist eine ziemlich mächtige Magierin. Helft ihr uns vielleicht? Ich? Ich bin nur eine alte Frau, die in der Wildnis lebt. Ich weiß nichts über die Verderbnis oder die dunkle Brut. Also, wo auch immer Loghains Wahnsinn herkommt, er sieht in der dunklen Brut offensichtlich nur eine geringe Bedrohung. Wir müssen alle warnen, dass das nicht so ist. Und wer wird euch glauben? Oder wollt ihr Loghain davon überzeugen, dass er sich irrt? Er hat gerade seinen eigenen König verraten. Wenn Al-Eamon wüsste, was ein Ostagar getan hat, wäre er der Erste, der seine Hinrichtung fordern würde. Eamon, der Al von Radcliffe? Ich schätze schon. Al-Eamon war nicht in Ostagar, also hat er noch alle seine Männer. Und er war Kaelans Onkel. Ich kenne ihn. Er ist ein guter Mann. Er hat großen Einfluss im Lanting. Natürlich, wir könnten nach Radcliffe gehen und ihn um Hilfe bitten. Und wenn er uns nicht hilft? Euch steht mehr Hilfe zur Verfügung als nur ein paar alte Freunde. Natürlich, die Verträge. Die Grauen Wächter können die Hilfe der Zwerge, der Elfen, der Magier und anderer einfordern. Sie sind verpflichtet, uns gegen eine Verderbnis beizustehen. Ich bin vielleicht alt, aber Zwerge, Elfen, Magier, dieser Ar-Eamon und wer weiß, wer sonst noch. Für mich klingt das nach einer Armee. Also, können wir das machen? Können wir nach Radcliffe und zu diesen anderen Orten gehen und eine Armee aufbauen? Da würde ich mal sagen, ein Glück wollte danken, die Verträge vorhin nicht haben und die sind immer noch in unserem Inventar. Na dann, das tun Grauer Wächter doch, oder? Dann seid ihr also bereit? Ihr seid bereit, Graue Wächter zu sein? Ja, sind wir. Nein, nein, ich danke euch. Ihr seid hier die Grauen Wächter, nicht ich. Also, bevor ihr geht, gibt es noch eine Sache, die ich euch anbieten kann. Der Eintopf kocht, werte Mutter. Werden wir heute Abend zwei Gäste haben oder keinen? Die Grauen Wächter werden in Kürze aufbrechen und du wirst sie begleiten. Wie schade. Was? Du hast mich gehört. Du hast nämlich Ohren, ich bin ganz sicher. Gute Idee. Magier dabei zu haben, ist immer gut. Ich meine, wir sind kein Templer, im Gegensatz zu ihm hier. Habe ich kein Mitspracherecht? Du willst doch schon seit Jahren die Wildnis verlassen. Das ist deine Chance. Und ihr, Wächter, seht das bitte als Bezahlung für die Rettungsaktion. Das hattet ihr die ganze Zeit schon vor, oder? Verzeiht, aber ich dachte, ihr beide könntet etwas Unterstützung gebrauchen. Ganz egal von wem. Ich will ja dem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen, aber bringt uns das nicht neue Probleme? Außerhalb der Wildnis ist sie eine Abtrünnige. Wenn ihr von uns unrechtmäßigen Magiern keine Hilfe wollt, hätte ich euch wohl besser auf dem Turm gelassen. Zurechtweisung angekommen. Mutter, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich bin gar nicht bereit. Du musst bereit sein. Diese beiden sind allein und müssen Ferelden gegen die dunkle Brut einen. Sie brauchen dich, Morrigan. Ohne dich werden sie versagen und die Verderbnis wird alle hinwegraffen. Auch mich. Ich verstehe. Und ihr, Wächter? Versteht ihr auch? Ich gebe euch, was mir das Liebste auf der Welt ist. Und ich tue das, weil ihr Erfolg haben müsst. Dann... Einverstanden. Dann hole ich jetzt meine Sachen, wenn ich darf. Ich stehe zur Verfügung, Graue Wächter. Als erstes Ziel schlage ich ein Dorf nördlich der Wildnis vor. Es ist nicht weit und es gibt dort viel, was ihr benötigt. Wenn ihr es vorzieht, bin ich einfach nur eure schweigsame Führerin. Eure Wahl. Na dann, los geht's. Leb wohl, Mutter. Vergiss den Eintopf nicht. Ich will ja nicht, dass bei meiner Rückkehr die Hütte niedergebrannt ist. Ach was. Viel wahrscheinlicher ist, dass bis zu deiner Rückkehr die ganze Gegend, einschließlich Hütte, von der Verderbnis verschlungen wird. Ich
meinte ja nur, dass... Ja, ich weiß. Ich wünsche dir viel Spaß, Liebes. Flemeth. Ja, Morrigan. Wenn es sein muss. Unser eigener Magier, mit dem es ein Problem gibt. Morrigan ist von der Charakterklasse her. Also, Klassen haben Subklassen. Habe ich schon erzählt. Alistair zum Beispiel ist ein Templer. Und Morrigan ist als Subklasse ein Gestaltwandler. Das Problem an der Gestaltwandlerfähigkeit ist, einfach formuliert, sie suckt! Das heißt, wir haben hier einen Riesenhaufen Skillpunkte, die wir nie benutzen werden. Und es wird wesentlich länger dauern, als es sollte, bis wir gute Skills auf Morrigan haben. Naja. Ist jetzt so. So, anyway. Mal alles Permanente noch hier hinten. Lichtturm auch noch hier hinten. Du warst permanent. Ich schmeiß noch komplett raus. Ich brauche keine Sau. So, das können wir alles hier lassen. Die Taktiken ändern wir aber mal. So, das können wir so lassen. Nicht von mindestens zwei Gegnern umgeben, sondern wenn du mit einem Nahkampfangriff attackiert wirst. Wobei, das macht sich schon bei dem anderen, ne? Ja, Schrecken. Dann machen wir das, halten wir es mal auf und machen das nur manuell. So, das hier macht überhaupt keinen Sinn. Löschen wir das auch und machen das auch manuell, muss ich halt dran denken. So, aber solange du selbst mehr als 50% Mana hast, darfst du gerne Blitz einsetzen, wie du lustig bist. Und zu jedem Zeitpunkt hast du bitte Frostwaffen aktiv. Frostwaffen macht ein bisschen weniger Schaden als Flammenwaffen, macht dafür aber Ausdauerschaden, glaube ich noch. So, ja, das ist auch direkt an. Und wir machen unser mal auch wieder an, fällt mir gerade auf. So, dann ab zum nächsten Dorf. Nach Lothering, um genau zu sein. Sobald wir dürfen. Nein, wir werden aufgehalten, aber nur von einer Cutscene, glaube ich. Und ich erwarte, dass jeder diese Männer bereitstellt. Wir müssen wieder aufbauen, was wir in Ostaga verloren haben, und zwar rasch. So mancher würde unsere derzeitige Schwäche ausnutzen, wenn wir es zuließen. Wir müssen die dunkle Brut aufhalten, aber das muss überlegt und ohne Zögern erfolgen. Eure Lordschaft, darf ich sprechen? Ihr habt euch zur Königin Enoras Regenten erklärt und verlangt, dass wir zu unserem Besten gemeinsam unter eurem Banner kämpfen. Was war mit der verlorenen Armee bei Ostaga? Euer Rückzug war ein wahrhaft glücklicher Zufall. Mein Handeln diente stets der Sicherung von Fereldens Unabhängigkeit. Ich habe meine Pflicht nicht vernachlässigt. Und das dulde ich auch von niemandem. Das Benorn wird sich euch nicht beugen, nur weil ihr es verlangt. So hört! Ich werde keine Bedrohung dieses Landes dulden. Von euch nicht, von niemandem. Ben Teagan, bitte! Eure Majestät, euer Vater riskiert einen Bürgerkrieg, wenn Eamon hier wäre. Ben Teagan, mein Vater tut das Beste. Hat er auch für euren Gatten das Beste getan, Eure Majestät?
Da ist ein Hund. Und da ist dunkle Brut. So, Morgan natürlich keinen AOE, weil wir auch gut geskillt haben. Hier, was haben wir? Hurlock, Alpha. Ja gut, einfach drauf, ne? Wird erlegt. Solange keiner auf Morgan geht. Okay, gehen wir jetzt auf den da. Oh, hier wäre so. Was machst du denn hier? Wobei, das ist actually gar nicht mal ein schlechtes. Hier stelle ich mal hier mit rein. Und mach einmal den hier, bitte. So. Und ja, du hast keine guten Skills, also mach halt irgendwelches Blast. Nicht auf den Alpha Alistair, bitte. So, alle aufs gleiche Ziel. So, nächster. Gut, und der Hund geht, worauf er Bock hat. Können wir nicht direkt verhindern, aber wir können mal talken. Dass alle aufs gleiche Ziel gehen, auch in unserem Fall. So, und der Alpha. Eins. Halt. Zwei. Schön die Skills unchainen. Apropos. So, weg bitte. So, das ist der Hund, den wir im Offstar geholfen haben, genau. Streichen wir ihn mal. Ich glaube, er ist hier, um nach euch zu suchen. Er hat euch auserwählt. Mabari verhalten sich so. Man nennt das Prägung. Soll das heißen, dass uns dieses räudige Vieh jetzt überall hin folgt? Na, großartig. Er ist kein räudiges Vieh. Na dann, haben wir einen Hund dabei. Die Frage ist, wie nennen wir den jetzt? Im ersten Playthrough hatte ich ihn Ryu genannt und bei Dragon Age 2 hieß er Jakob. Wie nennen wir den jetzt? Ich könnte ihn Kiki nennen, so heißt der Hund von meinem Chef. Kiki ist niedlich. Na komm. Du heißt Kiki. Auch wenn Kiki ein rauer Dackel ist, scheiß drauf. Du heißt ab heute Kiki. So, ihr könnt die Waffen wegstecken. Hier sind keine Gegner mehr. Moment. Er denkt, wir hätten keine Waffen ausgerüstet. Deswegen halten wir die auch so komisch. Großwelt dunklen Brut aus Graueisen. Und da ist unser Ding voll. Okay, weg mit dem Feuer. Kristall. Gib her, du bist nämlich mehr Gold wert. Weil wir sind gleich bei einem Händler. So, wir warten kurz, bis das hier aufgeladen ist. So. Nein, wir denken nur noch, wir hätten keine Waffen gezogen. Okay. Vielleicht hilft ja ein Screenwechsel. Das hilft meistens bei solchen Sachen. Oder wir machen so. Wie ihr meint. Nö. Okay. Na dann, Screenwechsel. Jetzt aber ab nach Lothering. Ab nach Lothering. Aufwachen, die Herren! Wir haben hier weitere Reisende, die unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Und sie werden ausgerechnet von einer Elfin angeführt. Sie sehen ein bisschen anders aus als die anderen. Vielleicht sollten wir sie passieren lassen. Unsinn! Seid gegrüßt, Reisende! Wegelagerer. Ich nehme an, sie plündern die, die vor der dunklen Brut fliehen. Sie sind verrückt, sich uns in den Weg zu stellen. Ich erteile ihnen eine Lektion. Ich bitte euch, ist das eine angemessene Art der Begrüßung? Es kostet euch nur lumpige 10 Silberlinge, dann könnt ihr weiterziehen, wie es euch beliebt. Aha, nein. Was habe ich dir gesagt? Keine Wagen. Und die hier scheint bewaffnet zu sein. Der Wegzoll gilt für jeden, Hanrik. Deshalb nennt man es Wegzoll und nicht, sagen wir mal, Flüchtlingsabgabe. Oh, ich verstehe. Selbst wenn ihr kein Flüchtling seid, müsst ihr dennoch bezahlen. Holy shit, so blöd, der Typ.
Dreh doch mal ein bisschen. Mal gucken, was die noch so zu sagen haben. Ist also Zolleintreiber? Ganz genau. Zur Instandhaltung des kaiserlichen Hochwegs. Er ist nicht in allerbestem Zustand, oder was meint ihr? Ihr repariert also den Hochweg. Euch entgeht wirklich nichts. Es ist nicht wirklich ein Wegzoll. Wir rauben euch einfach nur aus. Versteht ihr? Halt den Mund. Selbst ein Genlock hätte das kapiert. Ja, vergesst es. Ich kann nicht sagen, dass ich erfreut bin, das zu hören. Wir haben gewisse Regeln, müsst ihr wissen. Genau. Dann werden wir eben eure Leiche plündern. So sind die Regeln. Ja, das könnt ihr ja gerne versuchen. Wollt ihr wirklich gegen einen grauen Wächter kämpfen? Hat sie gesagt, sie sei ein grauer Wächter? Eine von denen, die den König getötet haben? Es heißt, sie seien Verräter an Ferelden. Taryn Loghain hat ein beachtliches Kopfgeld auf jeden von ihnen ausgesetzt. Aber sind die grauen Wächter nicht gut? Ich meine, richtig gut? Gut genug, um einen König zu töten? Da hast du nicht ganz unrecht. Vergessen wir den Wegzoll. Wir überlassen euch einfach dem, was ihr so tut. Die dunkle Brut bekämpfen, Könige töten. Ja, das Problem ist, wenn wir das machen, raubt ihr nach uns die nächsten Flüchtlinge aus. Also... Gerade dachte ich, wir hätten uns geeinigt. Ja, wir haben uns geeinigt, dass ihr hier weg müsst. So, also Räuber, Räuber, Anführer der Räuber. So, hier sind Fernkämpfer, also auf die zuerst. Okay, Morrigan. Du tauntest einmal. Und du gehst dann bitte in Deckung. So. Es wäre so viel einfacher, wenn Morrigan schon eine AOE hätte, aber hey, was ist das? So, der will bloß wegrennen und geht nicht auf Morrigan selber, hoffe ich. Das heißt, wir können ihn gerade mal noch ignorieren. So, wir kriegen gerade ein bisschen auf den Deckel, das ist nicht gut. Aber wir haben ja noch genug Wundumschläge. Ah, weil wir Rüstungstrennung auf uns drauf haben, deswegen. So, das war der. So. Dann gehen wir jetzt gerade mal auf dich. Du kommst nicht mal um den Typen da, bitte. Und wir nehmen unseren nächsten Wundumschlag. Jetzt mal einen großen. So, mal gucken, wie lange du noch mitmachst. Spoiler, nicht lange. Und du kannst das bitte mal ein bisschen abmolken. So, Blitz. Und wir extra mal bitte die Agro. Bisschen lange gedauert, Kumpel. Ich erwarte eure Befehle. Aber gut, wir haben jetzt noch den hier übrig. Der andere ist auch weg, Morrigan, oder? Nö, ist er nicht. Ja. Dann beeil dich mal ein bisschen. Bitte. Ja, der kriegst auch Hilfe. Ist auf den da. Einmal Schildschlag, bitte. Und einmal eisige Umarmung, bitte. Dass wir halt gestunt wurden, war ein bisschen doof. So, Blitz, haben wir es schon mal selber. Perfekt. Bereit. Wieso ist das eigentlich hier und nicht hier? Dann kann das auch nach hier. Ne, halt. Machen wir so und so. Kriegen wir es ohne Heilung hin? Ne, kriegen wir nicht. Okay. Dann heilen wir uns einmal kurz. Gut, da habe ich möglicherweise ein bisschen zu lange gewartet. Ups. Schon gut. Wir ergeben uns. Wir versuchen doch nur über die Runden zu kommen, bevor die dunkle Brut uns alle holt. Ihr versucht über die Runden zu kommen, ihr seid Verbrecher. Ja, ich bin ein Verbrecher. Ich gestehe. Verzeiht mir. Genau, bleibt weg und kommt hier nie wieder zurück. Der Erbauer möge euch segnen. Die dunkle Brut kann diesen Ort haben. So, was sagt die Verletzung? Blutend, Abzug auf Gesundheitsregeneration, das ist okay. Gespaltener Schädel, Abzug auf Klugheit, das ist auch okay.
Toter Templer. Medaillon eines Templers, Notiz eines Ritters. Feuerkristall. Ach ja, Inventarvoll, da war was. Geld. Schwache Verletzungsausrüstung. Noch mehr Geld. Okay, jetzt brauchen wir aber wirklich einen Händler. Hallo, Lothering. Wir sind ganz in der Nähe des Dorfes. Ein guter Zeitpunkt, innezuhalten und uns zu unterhalten. Ah, ihr habt also doch beschlossen, wieder zu uns zu stoßen. Euch aus Trauer in eure Klinge zu stürzen, war wohl zu viel verlangt, oder? Ist meine Trauer so schwer zu verstehen? Habt ihr noch nie jemanden verloren, der euch nahe stand? Was würdet ihr denn tun, wenn eure Mutter stirbt? Vor Ende meines Lachanfalls oder danach? Genau, sehr gruselig. Vergesst, dass ich gefragt habe. Worauf wollt ihr hinaus, Alistair? Seinen Nabel vermutlich. Zumindest hat er ihn jetzt lange genug angestarrt. Ich verstehe schon. Und jetzt stellen wir schockiert fest, dass ihr in eurem ganzen Leben noch nie einen Freund hattet. Ich kann durchaus freundlich sein, wenn ich will. Aber der Wunsch nach mehr Intelligenz bringt noch keinen Erfolg. Wie auch immer. Wir sollten jetzt erst einmal darüber reden, wo wir überhaupt hinwollen. Naja, wir wollen die Verträge benutzen. Ich stimme zu. Habt ihr sie euch schon angesehen? Ja, haben wir. Wir haben Verträge für 3 Hauptgruppen. Die Dalish-Elfen, die Zwerge von Orsamar und den Zirkel der Magi. Ich halte Aal Eamon für unsere beste Hoffnung auf Hilfe. Vielleicht sollten wir ihn sogar als erstes aufsuchen. So, und das jetzt mal gleich vorneweg für alle, die Dragon Age selber spielen wollen. Alistair macht hier den Jacob Taylor mit uns. Für alle, die Mass Effect 2 nicht kennen, heißt das Scheißrad. Wir können es machen, aber wenn ihr wollt, dass das Ganze gut ausgeht, dann geht nicht als erstes nach Redcliffe. Das geht schief. Es funktioniert irgendwie, aber nicht optimal. Was euch mit den grauen Wächtern aus Orlais? Außer Ferelden zu verlassen und sie einzeln zu suchen? Man könnte eine Botschaft zur Feste von Weißhaupt schicken, aber das ist tausende von Meilen entfernt. Okay, dann brauchen wir mehr... Achso, genau, warum entscheide ich hier eigentlich? Du bist der ältere Wächter. Weil ich nicht weiß, wo wir hingehen sollen. Ich folge euch, was immer ihr entscheidet. Warum überrascht mich das nicht? Aal Eamon ist ein guter Mann, aber ich bin nicht sicher, ob wir ihn aufsuchen sollten. Ich werde darüber nicht streiten. Morrigan, habt ihr einen Plan? Folgt dem Feind. Findet Loghain und tötet ihn. Dann könnt ihr die Sache mit den Verträgen sicher in Angriff nehmen. Ja, damit rechnet er ganz bestimmt nicht. Er hat ja auch den Vorteil nicht auf seiner Seite. Keine Armee, keine Erfahrung. Ich wurde nach meiner Meinung gefragt und habe sie geäußert. Wenn ihr ständig Gründe finden wollt, etwas nicht zu tun, dann stehen wir noch hier, wenn die dunkle Brut uns verspeist. Ach ja, die Gruppendynamik in Dragon Age. Na dann. Geht's los. Also gut, wir können das Lager abbrechen. Und Richtung Dorf aufbrechen, sobald ihr bereit seid. So, im Dorf gibt's einen Haufen Zeug zu tun. Und vieles davon ist wichtig. Aber es gibt eine Sache, die wir zuerst machen müssen. Ihr da! Wenn ihr einen sicheren Unterschlupf sucht, muss ich euch warnen. Ihr werdet keinen finden. Zieht weiter, wenn ihr könnt. Lothering ist verloren. Was heißt? In den letzten 2 Tagen sind Flüchtlinge aus dem gesamten Süden zu uns geströmt. Die Kirche und die Taverne sind völlig überfüllt. Es gibt einfach nicht genug Lebensmittel für alle. Und wir Templer können kaum noch die Ordnung aufrechterhalten. Woanders wärt ihr besser dran. Also darf ich nicht reingehen, oder was? Ich warne euch nur, dass es vielleicht nicht ganz so gastlich zugeht, wie ihr erwarten könntet. Die Leute sind verängstigt. Ja, es passt, wir wollen hier nur unser Zeug verkaufen. Und noch was anderes machen, das wissen wir aber noch nicht. Viel Glück, wohin ihr auch immer geht. Wir gehen zur Taverne, weil in Taverne ist A ein Händler. Das ist nur eine Vermutung, aber jedem in Lothering scheint bewusst zu sein, dass die Horde der dunklen Brut sich nähert. Ja, ist richtig. So, auf jeden Fall. Taverne. Mir ist kalt, mir gefällt es hier nicht. Reden wir kurz mit dem Jungen. Hast du meine Mutter gesehen?
Ich weiß nicht, wer ist deine Mutter? Sie ist wirklich groß und hat rote Haare. Wir leben alle auf einem großen Bauernhof. Böse Männer mit Schwertern sind zu uns gekommen. Und meine Mutter hat gesagt, ich soll so schnell ich kann ins Dorf rennen. Und das habe ich gemacht. Sie sagte, sie ist direkt hinter mir. Aber ich habe gewartet und gewartet. Ich kann sie einfach nicht sehen. Ich glaub, wir haben eine gute Ahnung, was mit der Mutter los ist. Weißt du, wo dein Vater ist? Er ist gestern mit William zu unseren Nachbarn gegangen, aber er kam nicht zurück. Ey, ich meine, wir können ja mal gucken. Wobei, ich glaube nicht, dass die noch kommt. Warum nicht? Warum sollte sie mich hier allein lassen? Ich glaube nicht, dass sie dich allein lassen will. Aber sie muss einfach kommen. Können wir ihn zur Kirche schicken? Ich meine, wir können ihm anbieten, zu helfen. Mutter hat gesagt, ich darf mit niemandem mitgehen. Ich soll hier im Dorf auf sie warten. Hier, genau. Geh zur Kirche. Das werde ich. Aber nur, wenn ich meine Mutter nicht finden kann. Also, bist du wirklich eine Elfin? Haben mich meine Ohren verraten? Mein Vater sagt, dass Elfen nicht sehr nett sind. Aber du bist netter als alle anderen hier. Danke, dass du mir hilfst. Okay, haben wir das? Jetzt zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Reden wir mal kurz über eure Mutter. Ich würde lieber über eure Mutter reden. Da gibt es nichts zu reden. Außerdem ist eure Mutter doch eine böse Hexe, die mitten im Wald lebt. Das ist viel interessanter. Für euch vielleicht. Aber ihr findet sicher auch den Moosbewuchs auf Steinen interessant. Wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Abtrünnige. Magier außerhalb des Turms. Das ist gegen das Gesetz, wisst ihr? Habt ihr das in irgendeinem Buch gelesen? Hoffentlich waren die kleinen Buchstaben nicht zu anstrengend für euch. Wir müssen uns aber auch nicht über eure Mutter unterhalten. Ist mir auch recht. Ah, schön. Okay, hier ist die Taverne. Hier können wir unser Zeug verkaufen. Und andere interessante Sachen. Hast du dich gestern mit diesem Ritter unterhalten?